haben einen Mord vor. Du hast da sein Gespräch gehört? Ja. Wir haben am Nebentisch gesessen. Ah, so war das. Weiter? Aber ich konnte nicht alles verstehen. Der Mörder muss hier schon gewartet haben, als sie nach Hause gekommen ist. Er muss sich versteckt haben. Also mit einem Wort gesagt, Sie haben keinen Menschen gesehen, nicht wahr? Drei Morde in zwei Tagen, die anscheinend alle miteinander zusammenhängen. Man kann sagen Serienmorde, die wahrscheinlich von einem einzigen Verrückten verübt wurden. Also das muss ja wohl erstmal bewiesen werden. Und was haben wir getan, um diese Schweinerei zu verhindern? Um die Mädchen abzuschleppen, stehen die Männer hier doch Schlange. Also von Mann zu Mann, Sie haben wohl niemals Schlange gestanden, was? Wenn ich deiner Kodderschnauze eine klebe, vermindert sich dein Redeschwall um die Hälfte. Erzähl mir erstmal, wo du hinfahren wolltest. Ich meine vom Gare du Nord. Das steht doch auf der Fahrkarte. Können Sie nicht mal lesen? Das dürfen Sie doch gar nicht. Psst. Halt den Schnabel und antworte. Ich kann solche Fragen nicht leiden. Und Ihr Gesicht gefällt mir auch nicht. Das ist wirklich schade. Gefalle ich Ihnen jetzt besser? Ach so, Entschuldigung. Manche Menschen werden zu ihrem Glück nur in Gedanken zum Mörder aus den Motiven, die ich eben genannt habe. Die anderen werden zu meinen Kunden. Tja, manchmal haben wir es wirklich gar nicht so leicht in unserem Beruf. Wir sind auch nur ein kleines Rädchen in der ganz großen Maschinerie der Justiz. Aber auch wir sind nur Menschen. Und das ist oft sehr schwer.